Herzlich willkommen zurück bei Kultur Südtirol. Hier in Südtirol zählen wir heute den 36. Tag eines Lockdowns, der ganz Italien mehr oder weniger in ein Quarantänegebiet verwandelt hat. Solche Quarantänemaßnahmen, wie wir sie heute erleben, sind jedoch keine Erfindung unserer Zeit. Ganz im Gegenteil. Schon vor Hunderten von Jahren hat man mit Quarantänemaßnahmen versucht, die Verbreitung von Seuchen einzudämmen. Ich habe heute ein Beispiel für euch herausgesucht, das die Italienreise des bayerischen Kurprinzen Karl Albrecht betrifft. Er ist im Jahr 1715 in München aufgebrochen, kam aber nicht sehr weit, denn schon kurz vor Verona musste er ein Zwangsquarantänequartier beziehen. 40 Tage lang dauerte damals diese Quarantäne. Wie er sich dort seine Zeit vertrieben hat, welche Maßnahmen getroffen wurden und vieles mehr zu diesem Aufenthalt könnt ihr in meinem Beitrag auf kultursuedtirol.com nachlesen. Informationen zur gesamten neunmonatigen Reise dieses bayerischen Kurprinzen findet ihr im Buch Giro d'Italia von Andrea Zedler und Jörg Zedler. Ich wünsche euch gute Unterhaltung beim Nachlesen, gutes Durchhalten und bleibt gesund.